Bevor wir jetzt zu dem nächsten Markt kommen, möchte ich mich erstmal vielmals bei euch bedanken für die ganzen Feedbacks, ausnahmslos positiv, die mich erreicht haben über die verschiedenen Kanäle, vor allem über Guidance. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich sehr, dass das Format, dieses neue Kurzformat, sehr gut ankommt. Von daher möchte ich auch direkt dort anknüpfen und mit dem nächsten Thema weitermachen. Das Thema lautet jetzt japanischer Yen gegenüber US-Dollar. Und bevor wir uns gleich wieder die verschiedenen Vorfilter anschauen, erst wieder einen kurzen Blick auf die rechtlichen Hinweise. Und im nächsten Schritt schauen wir uns zunächst einmal wieder das Sentiment an. Ja, der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar ist ja zuletzt deutlich unter Druck gekommen, wie man hier erkennen kann. Ich fahre das wieder hier ab mit dem Laserpointer. Hier oben diese schwarze Linie, da kann man sehen, dass der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar deutlicher korrigierte. Was ist dann passiert? Das Sentiment war zunächst bullig, als der japanische Yen aufgewertet hat. Dann, nachdem wir diese deutliche Korrektur gesehen haben, wurde das Sentiment deutlich pessimistischer. Die Marktteilnehmer gingen dann davon aus, dass jetzt das Währungspaar weiter fallen sollte. Aber genau an diesem Punkt ist jetzt wieder eine kleinere Trendumkehr eingesetzt. Jetzt schauen wir uns gleich an, ob das auch weiterhin Bestand haben kann. Aber zunächst einmal wollen wir festhalten, deshalb ist es auch ein Update. Die Position wurde ja ebenfalls im Midterm Trader schon eröffnet. Warum? Weil eben das Sentiment deutlich pessimistischer war. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar weiter fallen sollte. Und das war also ein erstes Long-Signal für mich. Dann schauen wir auf die Saisonalität. Die ist jetzt ebenfalls sehr, sehr positiv. Jetzt seit Anfang April bis in den Oktober hinein kann man tendenziell von steigenden Kursen des japanischen Yens gegenüber dem US-Dollar ausgehen. Zumindest wenn man sich hier diese Saisonalität über 45 Jahre anschaut, kann man hier oben sehen, von 1971 bis 2016 zeigt das doch hier eine ganz klar positive Tendenz auf. Von daher auch hier die Aussage, dass wir ein positives Umfeld haben. Dritter Vorfilter, den wir uns anschauen wollen, das sind die COT-Daten. Wieder hier oben abgetragen in schwarz das Währungspaar und hier unten die Nettopositionierung der Commercials. Bevor wir diesen Einbruch gesehen haben vom japanischen Yen, waren die Marktteilnehmer, also diese Commercials, deutlich netto short positioniert und jetzt haben diese Commercials innerhalb kürzester Zeit ihre Netto-Short-Position aufgelöst und jetzt sind sie Netto-Long positioniert. Wir standen da ungefähr bei minus 75.000 Kontrakten, jetzt stehen wir bei plus 76.000 Kontrakten. Wie man sehen kann, sind wir hier auf keinem Extremniveau, keine Frage, aber zumindest wenn man diese Entwicklung der letzten Wochen und Monate sich anschaut, dann sieht das doch sehr positiv aus und würde ich auch eher als Stärke werten. Aber auf einem Extremniveau sind wir ja noch nicht, gar keine Frage. Aber durchaus werte ich das ebenfalls positiv. Es lohnt sich also auch hier ein Blick natürlich auf den Chart. Und jetzt bitte vorsichtig. Man sieht jetzt hier oben in der Überschrift, dass wir jetzt hier den Chart haben: US-Dollar gegen japanischen Yen. Eben haben wir analysiert, japanischer Yen gegenüber US-Dollar. Warum habe ich das Ganze hier umgedreht? Ganz einfach, weil auch die Derivate, die angeboten werden im deutschen Derivatemarkt, eben genau andersrum auch lauten. Diese lauten US-Dollar gegen japanischen Yen und nicht japanischer Yen gegenüber US-Dollar. Von daher müssen wir jetzt beachten, dass wir entsprechend unsere Strategie umdrehen müssen. Japanischer Yen gegenüber US-Dollar, hatten wir gesagt, ist eine potenzielle Long-Strategie. Wenn wir das Ganze jetzt hier umgedreht haben, US-Dollar gegen japanischen Yen, dann ist es eben eine potenzielle Short-Strategie. Und da schauen wir jetzt einfach mal hier auf den Chart. Und was kann man sehen? Man sieht eben jetzt hier einen deutlichen Widerstandsbereich, war zuletzt eine Unterstützung, die wurde jetzt durchbrochen, verläuft so zwischen 108,35 in etwa und 109,39 auf der Oberseite. Und dieser Bereich gilt ab sofort jetzt als Widerstand. Dann haben wir hier oben noch bei 111 in etwa auch noch einen Widerstand. Da ist ja das Währungspaar auch zuletzt wieder nach unten weggedreht. Also der Chart auch von der Preisbestätigung zeigt mir eben auch an, dass jetzt die Short-Seite zu favorisieren ist. Und die nächsten Ziele liegen jetzt meiner Meinung nach bei 106,22 in etwa und später bei 104,44.
Und wenn man dieser Short-Strategie folgen möchte, dann kann man zum einen entweder den Stopp knapp oberhalb dieses Widerstandsbereichs setzen oder oberhalb dieses Widerstands bei 111 in etwa. Ich hoffe auch, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Kanal treu bleibt, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Hatte ich im letzten Video ja schon aufgezeigt. Ihr könnt diesen YouTube-Kanal aufrufen unter IK Invest. Und dann, wenn ihr da drauf geklickt habt, dann findet ihr rechts diesen Button Abonnieren und rechts daneben die Glocke. Wenn ihr auf beides draufklickt, dann ist der Kanal abonniert. Und mit der Glocke bekommt ihr auch entsprechend dann immer die Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video publiziere. Also, vielen Dank nochmal für die ganzen positiven Kommentare. Hat mich echt super gefreut. Und ich merke, ich bin dann hiermit auf dem richtigen Weg, werde das auch so weiter vollziehen und freue mich schon auf die nächsten Kommentare von euch. Und wenn euch das gefallen hat, wiederum würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir wieder ein Like geben würdet. Denn das hilft mir natürlich auch zu sehen, ob das Ganze funktioniert und hilft natürlich auch der Popularität dieses Kanals. Von daher, alles Gute, weiterhin gute Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.